Fallout. Jo, viel Spaß. Wenn Sie wissen, was das Wort Proletariat bedeutet, Leute, willkommen zurück zu Fallout New Vegas. Belesen und gebildet für einen Kommunisten. Ja, natürlich musst du wieder quatschen, wenn ich hier quatsche. Eh klar. So, was sind denn unsere Aufgaben? Haben wir hier schon länger nicht mal gespielt. Hier installieren Sie die Upgrades im Becken. Das haben wir ja letztes Mal versucht. Aber ich glaube, das Becken ist doch... Das Becken, da Think Tank ist das Becken. Ja, gehen wir da mal rein in die Denkfabrik. Ich meine, dass das gemeint ist. Dass man hier was installieren kann. Nein, das blinkt aber hier. Ach, verdammt. Nein, das Becken steht hier. Der Pfeil zeigt hier. Sprechen mit dem Becken. Ah. Erweiterungsholoband erhalten. Erweitern auf Wasseraufbereitung. Funktion. Leere Flaschen werden gegen Flaschen mit aufbereitetem Wasser ausgetauscht. Ja, wunderbar. Sie haben in der biologischen Forschungsstation gearbeitet. Ja. Nicht wahr? Ich nehme an, Sie möchten sich waschen. Ich bin ein Gamer. Ich wasche mich nicht. So, ich bin nur hier, um ein paar dieser leeren Flaschen aufzufüllen. Dazu brauchen Sie zunächst einmal ein paar leere Behältnisse. Flaschen zum Beispiel. Nur allzu schmutzig sollten sie nicht sein, ja? So, du bist ein Becken. Man kann sie auch auswaschen, wenn sie dreckig sind. So, ich bin okay. Wir reden später. Kommen Sie jederzeit wieder, wenn Sie Durst haben oder sich waschen wollen. Ich bin Gamer, ich wasche mich nicht. So, Kühlschrank. Wir nehmen nämlich ein bisschen... Wie viel haben wir denn aufbereitetes Wasser nämlich dabei? Aufbereitet 13. Ja, das reicht doch. Hammer. Brauchen wir was? Nein, brauchen wir eigentlich nicht. Egal, wir gehen wieder raus. Verlassen. So, Aufgabe hinzugefügt. Was? Feldforschung und... hier keine Aufgabe abgeschlossen. Egal, Feldforschung. Finden Sie alle Audioproben für die Jukebox. Super. Okay, da haben wir wenigstens nur einen Ort. Eingang zur Kuppel der verbotenen Zone. Ja, da gehen wir doch mal hin. Tra-la-la-la. Sunset-Sesperilla. Sesperilla. Ach, was weiß ich. Wie das Zeug hier heißt. So, ich wollte eigentlich runter. Naja, vielleicht geht die Schnellreise von hier auch. Ja, geht doch. Springen wir einfach über den Balkon. Einfach mal runter. Ist doch egal. Wir können alles. Wir können fliegen. Juhu. So. Psycho hat nachgelassen. Ja. Morphine haben nachgelassen. Buffout hat nachgelassen. Ja. Hallo. Sind wir zu schwer? Ja, wir sind zu schwer. Verdammt. Könnte man da ein bisschen reparieren? Ja. Wir sind noch immer zu schwer. Ach, ich hätte das Teil ablegen sollen. Das wiegt ja 27. Ja. Dann schütten wir uns mal so ein Wasser rein und dann geht schon wieder. So. Dann erfordert Schlüssel. Kriege ich jetzt den Schlüssel her? Hallo? Schlüssel? Ja, wo bekomme ich den her? Schlüssel? Hallo? Hallo, Schlüssel? Schlüssel? Soll ich denn den herbekommen? Ha. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt diesen Schlüssel hierher bekommen soll. Super. Gibt es hier irgendeinen Hinweis? Schauen wir mal. In den Aufgaben. Nee, da steht nur, finden Sie alle Audioproben. Sonstige, haben wir hier vielleicht eine Notiz dazu irgendwie? Rezepte.
nein, 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 ach, das ist schon alles zu lang her hier. Poseidon Energie ID Dingens Karte. Ja, dann müssen wir eine andere Aufgabe wählen. Aufgabe. Bringe sie Gabes Schlüssel Schüssel zu Dr. Boros zurück. Machen wir mal das. Ach, das wäre eh. Okay. Ja, dann reisen wir einfach nochmal zurück. Geht ja auch. Dann lege ich nämlich mal die K9000, die Cyberhund Dingens ab. Das Teil ist mir zu schwer. So, wo haben wir unseren Tresor? Tresor haben wir hier. Wollen Sie meine? Nein, ich will nicht. So, Gegenstände, Waffen, Cyberhundpistole ablegen und deine Saturnitfaust legen wir auch ab. Ja, schade eigentlich, dass wir hier nicht zwei Saturnitfaust anlegen können, sondern jede Hand eine. Das wäre doch was. Ha. So, verlassen. Knöpfe drücken? Nein, ich will deine Knöpfe nicht drücken. Kleiner perverser Lichtschalter. So, Denkfabrik. Dann liefern wir mal eine Schüssel ab. Warum auch immer. So. Wo ist denn dieser Octabrain hier? Du da, Dr. Boros. Das hirnlose Tier. Welche anderen Schrecken werden uns auf unserer Suche nach Wissen heimsuchen? Kommunisten? Vielleicht kommunistische Tiere? Ich warne Sie. Lassen Sie mich mit Propaganda in Ruhe. Ich schreie wie ein kleines Mädchen und rufe treue Cyberhunde. Verstanden? Kommunistentier? Ich habe nur Füße mit Penissen dran. So, abgeschlossen. Begrüßen Sie Dr. Boros vorsichtig. Ich habe doch noch gar nichts gesagt. So, Tier, haben Sie mich immer als Tier bezeichnet? Und Sie immer so dramatisch, immer mit der Ruhe. Ich habe nur ein paar Fragen. Ich nehme die erste. Tier! Ja, Tier. Hormone, Poren, Drüsen, alles in Haut verpackt. Wer weiß, welche schrecklichen Geheimnisse sich unter ihrer Epidermis befinden. Skalpelle werden uns ihre Geheimnisse verraten, auch wenn wir tief schneiden müssen. In meiner Schule war ich Klassenbester in Biologie. Super, ich bin Ihrem Schoßtier in X8 begegnet und musste es töten. Sie haben Gabe also besiegt. Danke, ein Strolch. Aber seine aufgemotzte Kampfprogrammierung hätte sich wirklich als lästig erweisen können. Jedenfalls, vielen Dank. Ein Testobjekt weniger zum Katalogisieren und Sortieren. Keine Glanzleistung der Hunde-Cyber-Technologie. So, super. Ist das Gabe Snapf? Gabe, Ihr Hund aus X8. Was? Warum? Ja, ich habe ihn immer gefüllt mit Medikamenten vor seine Hundehütte gestellt. Natürlich vor den kybernetischen Modifikationen. Und ganz egal, wie viele Medikamente im Futter waren, er hat es immer gefressen. Und er hat immer mit dem Schwanz gewedelt, auch wenn ich... Wissen Sie, mein Biogel durchströmt gerade ein ganz seltsames Gefühl. Ich kann es nicht richtig beschreiben. Ja, das Chappi der Zukunft besteht nur aus Medikamenten. So, Sprache 45 klingt, als ob sie Gabe wirklich geliebt hat. Warum? Ja, Gabe. Auch wenn ich einen schrecklichen Tag hatte, er hat immer dort gewartet. Wie seltsam. Mein Gel verflüssigt sich. Und wenn ich mit ihm über Betsy gesprochen habe und darüber, wie Marcus mich immer verweichlichter Schlaumeier genannt hat, saß er einfach da. Und? Und? Punkt, Punkt, Punkt. Ich würde den Napf gerne haben. Ich muss ihn entfernen. Weg damit. Irgendwohin außerhalb der Radarreichweite. Aus irgendeinem Grund füllt seine Ähnlichkeit mit der Kraterform von Big MT alle meine verfügbaren kognitiven Zellen. Außerdem habe ich das
überwältigende Gefühl, etwas Schreckliches getan zu haben. All dies trifft mich mit unerwarteter Macht. Ja, schön. Gib's Schüssel entfernt. Der beste Freund des Hirns. So, hört sich an, als hätten Sie jemanden, den Sie sehr geliebt haben, verletzt. Ich hoffe, Sie denken darüber nach, was Sie getan haben. Nichts, wofür man sich schämen müsste. Gabe hat seinen Platz gekannt als Testsubjekt. Ich nehme das Erste. Klingt zwar seltsam, aber so ist es wohl. Und ich frage mich, warum mir das erst aufgefallen ist, als ich die Erinnerung bei Ihnen gesehen habe. Dieses Gefühl ist unangenehm, aber mir ist es egal. Auch dieser Ort ist mir egal. Und ich habe den Eindruck, dass ich etwas vergessen habe. Aber es ist trotzdem egal. Ich muss das Gefühl verscheuchen. Es zerstören, mich davon befreien. Ja, vergessen. Fast. Ja? Ich muss mich nicht mehr erinnern. Nicht heute. So, aber morgen. So, wer sind Sie? Was machen Sie hier? Will ich gar nicht wissen. Egal, wir haben lange genug geredet. Dann bis zum nächsten Mal. Falls es ein nächstes Mal gibt. Für irgendjemanden von uns. Na, für mich schon. Bei dir bin ich mir nicht so sicher. Ha. So, Aufgabe abgeschlossen. Dann schreiten wir gleich fort zur nächsten. Das könnten wir doch eigentlich gleich mal tun. Wenn wir schon mal hier sind. Ja, das wird wieder so ein Laberpaar da, die ganze Zeit mit diesen. Haben Sie alles gemacht, worum wir gebeten hatten? Ach, halt die Klappe. Haben Sie schon die Technologien zurückgeholt? Wie bereits angezeigt, brauchen wir sie. Streck mir hier nicht so deinen Monitor ins Gesicht, da, du fliegendes Gehirn. So, ich habe die ganzen technischen Informationen wieder beschafft. Was du ja nicht geschafft hast. Ha! Was? Das haben Sie? Natürlich. Ihr Überleben, ganz zu schweigen vom Erfolg, wurde kaum von meinen Berechnungen erfasst. Jetzt muss ich nur noch meine Übertragungsdatenbank überprüfen. Möbius macht sie immer mit seinen psychotischen Anrufen voll. Oh ja, da sind die Baupläne, wie Sie gesagt haben. Wie aufrichtig. Ich bin mit meinen Penisfüßen losgelaufen und habe die Technologie besorgt. Haha. Enthalten diese Technologien die Informationen, die du benötigst? Ja, 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 ja. Das klingt wie aus dem Porno. Ja, ha, ja, oh, ja, was? Nein, ich meine ja. Ich muss diese Technologien nur kurz analysieren. Sie sind sehr fortschrittlich, wissen Sie. So, wissen Sie denn, wozu diese Technologien dienen? Warum sollte ich alles holen, wenn Sie nicht wissen, wie es uns weiterhilft? Wenn du mir keine soliden Daten lieferst, werde ich dir meine Stiefel mit meinen Peniszehen in dein Stimmmodul rammen. Ja, das sage ich jetzt. Ja. Ich weiß, wie diese Technologien funktionieren. Natürlich weiß ich das. Wie Sie wissen, haben wir sie bereits in klar abstrakten, widersprüchlichen Aussagen beschrieben. Warum sollten wir das tun? Wenn wir nicht sicher wären, wie man sie verwendet. Also lassen Sie mich ein wenig. Ich werde es rauskriegen. Oh mein Gott. Wissenschaft. Also die Antenne konzentrieren Gehirnwellenmuster richtig, reparieren. Sieht aus, als könnte die Antenne Dinge schwer beschädigen. Vielleicht können sie auch reinbrechen. Schleichen würde die Dämpfungsfähigkeit des Anzugs mir erlauben, die verbotene Zone zu schleichen. Vielleicht der Schallemeterfrequenz eine Art Schallschlüssel. Ja, was wir als Antwort auswählen, das sehen wir dann im nächsten Part.